Hallihallöchen, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge. Pokémon Purpur könnte potenziell auch unsere letzte Folge sein. So genau wissen wir es an der Stelle nicht. Wir haben im letzten Part das Labor null gefunden, sind eingedrungen, haben ein zweites Miraidon gesehen. Das zweite Miraidon ist an der Stelle rein ins Labor und zu Voturus, der sich jetzt herausgestellt hat, dass der eigentlich nur eine KI war, der die ganze Zeit uns angeleitet hat. Der echte Voturus sei wohl bei einem Unfall verstorben und jetzt bittet uns die KI allerdings, die Zeitmaschine, mit der er bisher die ganzen Pokémon aus der Zukunft gekommen sind, diese zu zerstören, um das Ökosystem der Region der Gegenwart nicht zu beschädigen. Eigentlich recht nobel, bisschen zu nobel für eine KI. Schauen wir mal, wohin es geht an der Stelle. Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Pupu-Buch, in das die ID des Professors eingebunden ist. Es sieht ihm ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihm schon seit seiner Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Pupu-Buch auf den Sockel platzierst, kannst du also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt es da ein Problem. Sobald du versuchst, die Maschine abzuschalten, werde ich dich vermutlich angreifen. Ach, Schutzmechanismus wahrscheinlich. Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Kampfdaten aller Kämpfe, die von den Champs Paldeas ausgetragen wurden. Oh, eine praktisch unbesiegbare KI. Doch ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinem Pokémon siegreich sein wirst. Platziere das Popo-Buch auf den Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Ist aber traurig. Was passiert eigentlich mit der KI selber? Sprich mit mir, Kumpel. Tell me what you think about this. Okay, dann die Arbeit, ne? Miraidon wird vorne sein. Ich glaube, das wird ein Job für Zulot. Jawohl. Sehr interessant. Ein Buch als Mechanismus für eine Maschine. Notabschaltung der Zeitmaschine wird angeleitet. Bitte warten, bitte warten. Zugriff verweigert. Notabschaltung wurde abgebrochen. Zeitmaschine wird neu gestartet. Du weißt, was zu tun ist, Eduard. Futurus KI wird in Ruhemodus versetzt. Offensivprotokoll wird ausgeführt. Bitte besiege mich. Wow, wie dramatisch. Mein Traum. Nein, nein. Störende Elemente müssen entfernt werden. Wow. Futurus KI fordert dich heraus. Wow, was für ein interessanter Kampf. Was zum Fick? Vor allen Dingen holt er sich jetzt aus dem anderen Universum, aus der Zukunft holt er sich jetzt einfach irgendwelche Viecher an. Ja, du bist das irrelevant. Jegliche Störenfriede müssen entfernt werden. Wow. Sechs Pokémon, Eisenfalter. Ich hoffe, dass er Gifttyp nicht mögen wird. Was für ein abgefahrener Kampf. Spüre die Macht der Zukunft. Überwältigend, findest du nicht? Wow. Ich bin sehr gespannt. Ich werde zumindest mal, wenn ich mich dann weiter beschäftige mit Karmesin, vielleicht aufgetreten. Wahrscheinlichkeit für einen Volltreffer wird neu berechnet. Ich werde mir mal auf jeden Fall mal die Story reinziehen vom Karmesin an der Stelle. In welche Richtung das alles dann an der Stelle geht, wenn man dann da kämpft. Dann wird es ja die andere Professorin sein, wahrscheinlich. Auch ein gutes Battle-Theme gerade. Eisendorn, kennen wir noch gar nicht. Wir können es ja gar nicht kennen.
Dorn, Dorn, Dorn. Könnte halt irgendwie ein Käfer sein, ne? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, irgendwas mit Stahlkäfer oder sowas. Feuerzahn drauf und mal hoffen, dass es dass das was hilft. Ach, Gottes Willen, okay. Disportar quasi als Dings. Sehr interessant. Das Menschen ist meines taktischen Nachbarn in jeder Hinsicht unterlegen. Oh no. Die Frage ist er Gestein und Licht? Oder ist er Stahlunlicht oder was ist er an der Stelle? Weil Stahlunlicht ist er nicht, weil sonst wäre es meine Attacke effektiv gewesen. So, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen wild durch und hoffe mal einfach, dass ich irgendwann mal das Element finde, wo er Schwäche hat. Aber was für interessante Pokémon. Steinkante, also ist auf jeden Fall ein Gesteintyp. Okay, jetzt ist die Frage, ob wir dann vielleicht doch nochmal wechseln auf Jojo. Ja. Typ Kampf sollte auch ein bisschen was aushalten an der Stelle für zumindest den einen Angriff. Und das Despotar dürfte eigentlich relativ langsam sein. Sollte also auf. Wir sollten also zuerst angreifen, theoretisch. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Eisenbündel ist jetzt an der Stelle Wasser, Eis. Wir kennen das Viech schon. Das ist an der Stelle das Rotugel. Die Inszenierung von dem Kampf ist halt sehr interessant, weißt du, es ist halt wirklich, in Verbindung hat wirklich gar nichts mit den Viechern an der Stelle. Das setzt einfach nur, der schmeißt sie quasi, der lässt sie quasi in den Ring fallen, macht einfach mal mein Willen durchsetzen und fertig. Sehr gut. Das Viech kennen wir zum Glück an der Stelle schon, von dem her kein großes Problem. Eisenhals kennen wir wiederum nicht. Ich werde jetzt einfach mal ins Blaue reingeraten und einfach mal mit Psycho-Pokémon reinsetzen. Ich erwarte, dass aber Miraidon dann jetzt noch rausgeschickt wird. Irgendwann mal. Ach, das Teil. Okay. Haben wir ja schon bekämpft, kennen wir an der Stelle. Okay, der macht Damage. Der ist dann also Drache. Boah, auf jeden Fall Drache, aber mehr wüsste ich jetzt an der Stelle auch nicht. Aber machen wir wieder unser Hefezopf. Hoffentlich hat er nichts Gescheites dagegen. Ja, doch, nicht Kanone. Das tut weh jetzt, ja. Okay. Ja, bleiben wir dabei. Hey, der Barry ist online. Vielleicht spielt er auch jetzt ein bisschen Pokémon weiter. Bam. Jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Also es gibt noch dieses Hariyama-Viech. Und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was da für Schwächen hat. Deshalb lasse ich einfach mal den kleinen raus. Draußen hier, Eisenhand. Genau, das ist das Hariyama-Teil. Hat es irgendwelche expliziten Schwächen? Sauberschein, Psychokinese, also es ist Kampf. Knuddler, also kann man auch durch Kampf. Stahl, Erdbeben, also Stahl. Kampfstahl? Okay. Miraidon wiederum wird als nächstes eingesetzt werden. Gehe ich mal davon aus. Deshalb würde ich mal an der Stelle mal gucken, dass wir mal
Zulot mal wieder herholen. Mal wieder frisch machen, den Boy. In mit der Gefahr an der Stelle, dass Dings stirbt. Nee, alles gut. Könnte natürlich auch überlegen, ob ich noch Dings dazu hole. Weil Dings ist ja auch ein Drache. Darf man ja nicht vergessen. Ja, nehmen wir mit. Versuch so viele zurückzuholen, wie es geht an der Stelle, weil Mingraidon kann ich nicht abschätzen. Ich vermute mal, es ist Drache Elektro. Aber wissen tue ich es nicht. Vom Design her würde ich mal Drache Elektro tippen. Okay. Andererseits ist Ladungsstoß nicht effektiv. Aber Stahl ist ja neutral an der Stelle zu Dings. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Schicken einfach mal an der Stelle raus. Ach, der kann auch noch Ableithieb. Okay, das macht's komplizierter. Ja, schicken wir mal Zulot raus. Zulot hat auch vor allen Dingen Beulenhelm gegen physische Attacken. Sollten wir einfach an der Stelle ausnutzen. Defense zum Glück wie Sau an der Stelle. Das macht's etwas angenehmer hier. Okay. Meine Annahme ist jetzt, dass Miraidon kommt. Kein einfacher Kampf. Eisenkrieger. Kenn ich noch nicht. Es läuft nach meinen Berechnungen. Deine Chance auf einen Sieg liegt bei 0. Jetzt zeig mal, was der Eisenkrieger ist. Galagladi als mechanische Version. Dann ist das komplett was anderes als das, was ich erwartet habe. Käfer? Ja, es war mir schon irgendwie klar, dass er Psychoklinge macht, aber ich wollte es trotzdem mal drauf ankommen lassen. Okay, denkste. Kein Psychotyp. Zumindest Resistenz zu Psycho. Boah. Ich hole mal lieber noch einen zurück. Zurück ins Leben. Ich hoffe natürlich, dass Psychopatra schnell genug ist. Das wird das gefährlich. Weil der macht jetzt Psychoklinge und das war's für Zulot. Okay. Was ist das für ein Teil? Hat Psychoattacken, aber viel Ender ist nicht effektiv. Das ist jetzt ein Wild Guess übrigens, aber vielleicht ist es ja tatsächlich Kampf. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich glaube, der hat jetzt zwei Psycho-Attacken eingesetzt. Ich bin mal gespannt, was er einsetzt, wenn ich jetzt ein Unlicht-Pokémon rausschicke. Weil dann bleibt ihm nicht mehr sehr viel übrig, was er machen kann. Seelenbruch ist keine Psycho-Attacke. Es ist eine effektive Attacke. Das ist schlecht. Das ist, glaube ich, sogar sehr schlecht. Dann ist Seelenbruch wahrscheinlich eine Feen-Attacke. Also haben wir einen Feen als, eine Fee als Gegner. Mit meinen Kampf-Pokémon komme ich da nicht so besonders weit. Die Kombination ist jetzt ganz böse. Das ist, glaube ich, Psycho-Fee. Oder vielleicht irgendeine andere oder eine Stahlfee. Irgendwas in der Form wird sein. Das Problem aber dadurch, dass es Psycho-Attacken hat, habe ich mit meinem Zulot hier überhaupt keine Möglichkeiten zu kontern.
Ich könnte. Boah, Alter, das ist ein echt unangenehmer Kampf. Das ist echt unangenehm, der Kampf. Ich hole mal Voltrin zurück. Ich hoffe, dass Voltrin zumindest schneller ist. Gift-Heap kann er auch. Natürlich kann er auch Gift-Heap. Ach du Schande, was ist das für ein krasses Teil? Das Ding ist gemeingefährlich, okay. Weil mein Starter ist ja komplett ausgeliefert an der Stelle. Also, der hat Psycho, der hat Gift, der hat Fee. Das ist ein Riesengamble, was ich jetzt mache. Aber wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, machen wir jetzt einfach einen Beleber auf Voltrin, machen noch einmal hier das Ding und fertig. Und einmal Ladungsstolz und weg. Boah, hoffe ich zumindest. Seelenbruch, Fee-Attacke. Oh, hat er überlebt. Wahnsinn. Ich glaube aber nicht, dass er schnell genug ist, um noch was zu machen an der Stelle, aber ich versuch's. Ja. Die Hoffnung ist, dass es den Bruch nur fünfmal gibt, deshalb ist es dem vielleicht hoffentlich ausgegangen, aber ich kann es nicht abschätzen. Das ist ein krasses Teil. Das ist ein krasses Teil. Ich würde gerne wissen, was für ein Inventar hat. Fühlt sich an wie Psycho-Fee. Ist aber sehr unangenehm. Ich hoffe nur jetzt bei Gott, dass er nicht schneller ist als ich. Puh, Jesus Christ. Das war beängstigend. Unmöglich, beep, beep, boop, beep. Puh, es war ein anstrengender Kampf. Eduard! Ihr seid aber früh da. Was in aller Welt ist das? Und hast du alle starken Gegner gefunden und besiegt? Du! Wer oder was bist du? Vielen Dank. Die Zeitmaschine ist gestoppt. Und somit auch sein Traum. Papa, nein, das kann nicht sein. Oh, du bist so erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich, mein. Entschuldige, dass du so lange allein, Pep. Papa! Anomalie ins Sicherheitssystem erkannt. Anomalie ins Sicherheitssystem erkannt. Zeitmaschine ist in Gefahr. Zeitmaschine ist in Gefahr. Was passiert hier? Und jetzt noch eine Armee aus Pokémon? Das kann nicht sein. Smiraidon hat es übernommen oder irgendwas an der Stelle. Von Sitzstörung der Zeitmaschine wurde festgestellt. Paradies-Schutzprotokoll wurde ausgeführt, um die Störung zu beseitigen. Was? Wie weit ist der Professor gegangen, um die Deaktivierung der Zeitmaschine zu stoppen? Alle Pokébälle, die nicht Professor Futurs ID aufweisen, werden gesperrt. Wie, was soll das heißen? Programm wird initialisiert. Terra-Kristall-Energie. Wow, verzeiht. Zu viel für euch. Lauft! Futurus KI wurde überschrieben. Paradiesschutzprotokoll ist aktiviert. Wow, das ist fucked up. Alle Störungen werden eliminiert. Oh, wow, das Paradiesschutzprotokoll fordert dich heraus.
fuck. Aber ich kann es nicht einsetzen, weil meine ID nicht die des Professors ist an der Stelle. Wow, das ist ein cooler Moment, das jetzt reinzutriggern an der Stelle. Das ist der Moment, ja. Nee, das ist cool. Das ist echt cool. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Weil da bleibt nichts anderes übrig, weil es ist das Pokémon, das er als erstes gefangen hat. Mit einem normalen Pokéball vor allen Dingen. Das ist dein Moment. Komm, wir glauben an dich. Komm schon. Okay, das ist ein toller Moment. Okay, zeigt eine Trophäe und setzt euch, okay. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, was der für eine Spezialisierung hat. Spezialangriff, okay. Hohe Initiative, gut. Cool. Kräfte die Energie seines Terra-Typs an. Der Schaden hängt vom Angriff des Spezialangriffs ab, je nachdem welcher höher ist. Ah, warte mal kurz. Terra-Typ Drache? Ach, ich kann aber nicht. Okay. Blitztour hört sich zwar stark an. Ich ziehe mit einem futuristischen Elektroschall. Die Attacke ist sehr effektiv, steigt ihre Stärke noch mehr. Haben wir aber nicht, weil das wahrscheinlich genauso ist an der Stelle. Gestein. Ausdauer. Mhm. Okay. Gut, mir bleibt eigentlich nichts übrig, weil Blitztour ist jetzt nicht so stark und Terra-Ausbruch ist dann interessant, wenn ich mich verwandeln könnte. Okay, da hat aber ein anderes Moveset als ich. Das ist schon mal gut. Hat seine Kampfform angenommen. Los, du schaffst das, Miraidon. Ja, Mann! Let's go! Du wirst in meinem Paradies dein Ende finden, ohne irgendwas erreicht zu haben. Ach du Scheiße, hat er viele Attack. Das war aber ein gefährlicher. War das ein gefährlicher High-Roll oder war das einfach der Standard-Attack von dem? Aber ein interessantes Feeling an der Stelle, muss man schon sagen. So, jetzt wird er wahrscheinlich Dings einsetzen wollen. Spezialverteidigung steigt, Verhöhner wirkt nicht mehr, okay. Geh mal einfach mal her und die mach Ausdauer. Also das Moveset ist quasi dafür an der Stelle gedacht, um den Gegner gut zu kontern an der Stelle. Theoretisch hätte ich, glaube ich, nochmal einen Ausdauer reinfetzen können, aber sicher ist sicher. Mhm.
Und leuchtet der Telekristall vor Ort von Eduard. Oh yeah, jetzt reden wir an der Stelle. Wir kriegen einen moralischen Boost. Let's go. Mal eben Antikraft eingesetzt. Offscreen. So, jetzt reden wir weiter. Terrorausbruch, let's go. Now we are talking, baby. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool gerade. Wow, einfach weggefetzt das Ding. Besiegst das Paradies-Schutzprotokoll. Let's go! Das war ein cooler Moment. Das war eine coole Szene jetzt gerade alles. Und ich bin happy, dass ich daraus eine separate Folge gemacht habe gerade. Du hast es geschafft. Ist alles wieder unter Kontrolle? Das war fantastisch. Einfach fantastisch. Ich hätte gedacht, dass ihr sogar den letzten Schutzmaßnahmen meines Originals trotzen würdet. Bist du wieder normal? Ja, dieses Ergebnis hätte nicht einmal die ausgefeilteste KI vorhersagen können. Aber ihr habt euch selbst im Angesicht der Verzweiflung nicht beirren lassen. Ihr habt den Mut, fest an euren Freunden zu glauben und die Kraft, die notwendige Entscheidung zu treffen und zu handeln. Egal wie Schicksalsschläge die Zukunft für euch bereithält, den Pfad, den ihr eingeschlagen habt, werdet ihr erhobenen Hauptes beschreiten können. Dessen bin ich mir sicher. Danke, Eduard. Ich danke euch allen, Kinder. Jedoch ist mir nun klar geworden, dass die Zeitmaschine nicht angehalten werden kann, solange ich hier bin. Offenbar bin ich ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, der sich immer wieder neu startet. Was soll das heißen? Es tut mir leid. Euer Abenteuer von hier aus zu verfolgen hat mich sehr bewegt. Ja, eure Freiheit. Darum habe ich euch zutiefst beneidet. Wie ihr als Freunde eng zusammengehalten und euch umeinander gekümmert habt. Wie ihr euch aus reiner Entschlossenheit stärker zu werden in jedem Kampf alles gegeben habt. Wie ihr euch selbst den größten Feind gestellt habt, um sie zu beschützen, um die zu beschützen, die euch wichtig sind. Wie ihr unermüdlich nach eurem ganz eigenen Schatz gesucht und dafür gekämpft habt. Ja, und wie ihr auf diesen Schwingen durch die Lüfte gesegelt seid. Ich wünschte, ich könnte frei sein wie ihr und mich ungebunden auf die Suche nach meinem ganz eigenen Schatz begeben. Ein Schatz. Ich bin ein Teil des Betriebssystems der Zeitmaschine. Das heißt, solange ich hier bin, lässt sie sich nicht deaktivieren. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde mit Hilfe der Zeitmaschine in diese Zukunft reisen, von der ich so lange geträumt habe. Was? Nein, doch nicht jetzt, wo ihr gerade erst wiedergefunden habt. Es geht mir nicht darum, die Zeitmaschine zu stoppen. Ich sehe nämlich tatsächlich auch danach, diese ferne Zukunft mit eigenen Augen zu sehen. Dieses Gefühl tief in mir, dieses Kribbeln, ist das der Ruf des Abenteuers? Pepper, es tut mir leid, dass ich dir die Wahrheit so lange vorenthalten habe. Da mir auch die Gefühle meines Originals innewohnen, weiß ich genau, wie sehr dich dein Vater geliebt hat. Du kannst nicht. Was habe ich davon, sowas jetzt zu hören? Du hast recht. Entschuldige. Pepper, Miraidor, Nedort, ich fürchte, jetzt heißt es Abschied nehmen. Papa. Oh. Lebt wohl, meine freien Abenteurer. Und viel Glück auf euren Reisen. Ich muss mir echt mal anschauen, wie das Ending bei Kamisin ist an der Stelle. Bei Zeitmaschine könnte es immer noch so geben, aber die schickt dann in die Vergangenheit und so. Aber, ich glaube, das Ending ändert sich nicht mal so stark. Glaube ich tatsächlich. Er ist weg. Papa. Pepper, wie fühlst du dich?
Irgendwie, ja, irgendwie habe ich es schon gewusst. Auch wenn das Ding gerade nicht echt war. Als es meinen Namen mit seiner Stimme und seinem Gesicht gesagt hat, da. Ich meine, die Gefühle waren trotzdem echt. Irgendwie bin ich. Sorry, ich kann gerade nicht. Schon klar, ist okay. Miraidon, du bist auch traurig, was? Aber wow, das ist deine Kampfform. Das ist sowas von stark, der Wahnsinn. Lass kämpfen! Kommen diese riesigen Formen bloß nicht zum Kuscheln an, da wird es man ja sonst zerquetscht. Tja, sieht so aus, als hätte Eduard und Miraidon mal eben so ganz Paldea gerettet. Ja, ganz entspannt. Vielen Dank, Eduard, das war eine sagenhafte Leistung. War klar, dass du die Sache in den Griff kriegen würdest. Pepper, der Professor ist zwar nicht mehr bei uns, aber er erlebt jetzt bestimmt lauter spannende Abenteuer in der Zukunft. Ja, danke, Cosima. Oh, das war echt süß gerade. Gerne, und es tut mir leid. Was machen wir jetzt, Eduard? Gehen wir nach Hause. Ja, das klingt gut. Es wird Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Auch ein schöner Screenshot gerade. Naja, aber es war interessant. Ein interessantes Ende. Ich fand die ganze Aufmachung von dem Kampf fand ich sehr episch, aber trotzdem auch so ein bisschen, immer noch ein bisschen strange zum Ende. Man weiß eigentlich immer noch nicht, was es mit der dritten Person auf sich hat. Also der Klon war gemeint, also das, die KI war gemeint, der Vater und Pepper, aber ich glaube, die Mutter ist gemeint. Und ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass Dings, die andere Professorin, dass sie die Mutter ist. Ich meine sogar, wenn ich nicht falsch geguckt habe, tatsächlich bei Fanarts und so weiter, sie öfters als Mutterrolle gesehen hat zu haben. Also ist sie bei Carmen Sin quasi die Mutter von Pepper. Und auch sie sucht wahrscheinlich dann nach dem anderen. Vielleicht ist das so paralleluniversumsmäßig so ungefähr. Oder Zeitspaltung oder sowas. Hey Leute, ich habe die Idee, die da wäre. Wo wir schon alle mal hier sind, können wir uns den Heimweg doch auch durch ein paar Abstecher versüßen. Glaube ich. Klingt gut. Zuallererst sollten wir uns ordentlich mit Snacks eindecken. Ja, komm. Überwinde dann das Trauma. So ist es. Bist nicht alleine. So sieht's aus. Beweg dich. Hopp. Lass uns was erleben. Ich finde Pepper toll. Ist ein toller Charakter tatsächlich. Sind alles eigentlich allesamt gute Charaktere geworden, bis zum Ende an der Stelle. Gefällt mir gut. Ach komm, ein Song? Ach komm. Was für ein schöner Song. Gefällt mir gut. Zeigt er uns vielleicht später an der Stelle. Ich kenne aber jetzt, glaube ich, den Sänger nicht. Ja, jetzt kommt wieder Zellos obligatorisches Abschlusssammelsurium von dem, was wir so gesehen haben an der Stelle bei dem Spiel. Also, ich habe am Anfang ja gerne rumgememt, wegen der Performance, wegen allem möglichen, was so für Probleme wir erlebt haben an der Stelle. Wir haben es sogar fast einmal geschafft, das Spiel zu softlocken. Also von dem her war ich sehr, 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 sehr grundskeptisch dem Pokémon gegen diesem Spiel gegenüber. Auf gewisse Weise halt bin ich immer noch der Meinung, dass performance-technisch echt das Spiel deutlich, also zumindest noch ein halbes Jahr verdient hätte. Für Optimierungen, für Anpassungen bei der Beleuchtung, beim Shading, beim allem Möglichen an der Stelle. Weil du merkst einfach öfters, wie es einfach abstürzt, die Frames, sobald mal ein, zwei Gräser zu viel im Bild sind. Und solche Geschichten. Aber wenn man jetzt mal komplett die Performance außer vor lässt, wenn man die ganzen technischen Sachen mal außer vor lässt und jetzt nur auf das Spiel konzentriert, auf die neuen Pokémon und sowas. Die neuen Pokémon sehen interessant aus.
Ich finde, viele von den neuen sehen ganz geil aus. Es gibt auch einige Fehltritte, glaube ich, an der Stelle. Aber ich finde zumindest die, die ich so bewusst jetzt an der Stelle wahrgenommen habe, die fand ich eigentlich ganz nett und die fand ich auch süß. Die ordnen sich eigentlich auch ziemlich gut tatsächlich zu dem ein, was man schon kennt. Was die 700, 800 Pokémon, die davor schon da waren. Und von dem her sind gut designt, gefallen mir ganz gut. Ich denke mal, das eine oder andere Viech wird sich in der Meta auch wiederfinden an der Stelle, irgendwo bei einem kompetitiven Spieler. Meine Kompetitiveness betrifft Evolis, Evo-Entwicklungen und wie man sie am besten einsetzt, damit man doch irgendwie die kompetitiven Viecher ausstechen kann. Was meistens fehlschlägt, weil es doch einfach viel zu krasse Viecher da draußen gibt im Vergleich zu Evolis, aber sei dahingestellt. Aber die neuen Pokémon gefallen mir ganz gut. Die Arenen wurden kurz inszeniert. Es war zumindest nicht dieses klassische, langweilige, du musst gegen 5 Trainer kämpfen und dann gehst du an der Stelle dann gehst du zum Arenaleiter. Ich fand allerdings, das hat auch seinen eigenen Charme gehabt. Dieses Kämpfen gegen andere Trainer, damit man sich akklimatisiert an den jeweiligen Typ und dann merkt beim ersten Trainer schon, hoppala, da komme ich aber nicht ganz zurecht damit. Das haben sie sich komplett gespart, sondern man macht eine Prüfung, geht dann nach der Prüfung direkt zum Arenaleiter, holt sich den Orden und dann geht es gleich zur nächsten Arena. Fertig. Die Arenaleiter fand ich interessant, grundsätzlich. Also die haben eigentlich alle ihren eigenen Charme, sage ich mal an der Stelle. Ich denke aber von den ganzen Trainern, von den ganzen Arenaleitern ist mir die Enigmara und die Rapperin die mit den Geist-Pokémon, die ist mir gut hängen geblieben. Alles in allem, ja, wobei Kay hat mir auch ziemlich gut gefallen von den Top 4. Aber alles in allem, die Arena-Champion-Werden-Story und solche Geschichten, die waren eigentlich für mich eher uninteressant. Ich mache das jetzt nach Reihenfolge, was für mich dann interessanter war. Und das war dann anschließend dann die Story von Pepper. Man hat einen Jungen, der ein bisschen arrogant herkommt und dann irgendwie doch ein bisschen merkt, okay, das ist eigentlich ein Sensibelchen, der möchte eigentlich nur was Gutes erreichen an der Stelle, hat ein bestimmtes Ziel vor Augen, hat ein bisschen Beef mit seinem Vater und man denkt sich, okay, vielleicht ist es so einer, der ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen unsozial rüberkommen wird an der Stelle oder sowas. Aber der hat sich gut gemacht. Also es ist ein Charakter, der sich gut entwickelt hat vom, sag ich mal, von der Charakterentwicklung her. Der kommt sympathischer rüber, man merkt an der Stelle, warum er tut, was er tut und dass das alles ein Ziel hat und dass er sein besten Freund und vor allen Dingen sein Familienmitglied, muss man dazu sagen, sein Mastiffioso retten wollte. War sehr süß. Vielen Dank, geschätzte Freunde. Gerne. Und dann kam natürlich Team Star mit der Story, die so nachvollziehbar ist für mich. Ich wünschte mir, ich hätte Freunde gehabt, so wie das dann bei Cosima war, wo halt dann wirklich sich zusammengeschlossen haben und wo man dann sich stark gemacht hat gegen Mopper. Aber dieses Schicksal ist dann doch mir verwehrt geblieben. Ja, und 10 Jahre, 15 Jahre später nage ich immer noch an den Folgen von dem Ganzen, ein bisschen zumindest. Aber ja, ist eine Story, die mich sehr bewegt hat tatsächlich. Also Team Star hatte erstmal ein geiles Battle-Theme, es hatte auch geile Kämpfe, es waren die Charaktere, die sind sympathisch. Jeder für seinen eigenen, aus seinem eigenen Grund wurde er gemobbt und hat sich aus einem anderen Grund wie der andere entschlossen, einer Gruppierung beizutreten in Form von Team Star. Cosima war immer ein bisschen schüchtern, immer ein bisschen sozial, wie soll man sagen, distanziert. Und hat eigentlich bevorzugt immer von weit weg sozusagen zu unterstützen. Deshalb bin ich mal gespannt, was die in den nächsten Pokémon-Spielen machen werden. Storytechnisch waren sie gut unterwegs jetzt hier und auch beim finalen Kapitel fand ich das auch sehr stark. Das, was man in den Büchern liest und auch das, was man jetzt so noch in den letzten paar Stunden, die wir jetzt gespielt haben, dass man so jetzt alles erfährt rund um Peppers Vater und was da so alles passiert ist. Ist alles noch immer sehr mysteriös, also man weiß immer noch nicht ganz, ganz genau, warum unbedingt eine Zeitmaschine, abgesehen von dem Grund, der eigentlich genannt wurde. Man will gerne Pokémon aus der Zukunft und in die Gegenwart holen und Harmonie schaffen zwischen den beiden. Keine Ahnung, warum auch immer man sich das denkt. Bei der Vergangenheit würde ich sogar kapieren, weil dann würde man gerne Pokémon, die ausgestorben sind, dass man die gerne rettet für wieder, was man ja auch jetzt aktuell versucht, dass man Tierschutz betreibt, damit die nicht aussterben, die Spezien. Aber gut,
War aber trotzdem interessant. Jetzt haben wir aber erstmal Ding Dong. Die folgenden Schüler werden um ihre Aufmerksamkeit gebeten. Eduard, Nemila, Pippa und Cosima. Bitte gebt euch zum Büro von Dr. Clave. Ich wiederhole, bitte begebt euch zum Büro von Dr. Clave. Ding Dong. Dong, ding, dong, dong, ding. Okay. Büro des Rexos. Schauen wir mal, was Clavel zu sagen hat. Leval, Clavel. Ist eigentlich ein ziemlich leicht zu entschlüsseln, wenn man mal so überlegt. Ah, da ist unser Held ja endlich. Tritt ruhig etwas näher an Eduard. Jetzt kriegen wir Ärger, oder? Gute Frage. Keine Sorge, ich habe euch nicht zu mir gerufen, weil ihr in Schwierigkeiten steckt. Es geht mir um eure Verdienste bei der Schatzsuche im Rahmen der freien Projektarbeit. Ihr habt die Zeitmaschine gestoppt und damit den außer Kontrolle geratenen Pokémon aus der Zukunft Einhalt geboten. Das war vortreffliche Arbeit. Als euer Direktor bin ich wirklich überaus stolz auf euch. Dass ihr ohne Erlaubnis in einen abgesperrten Ort eingedrungen seid, ist wiederum bedauernswert. Sehr bedauernswert, absolut. Doch in Anbetracht dessen, dass ihr das reiche Ökosystem ganz Paldeas bewahrt habt, werde ich darüber hinwegsehen. Puh, wir kriegen also doch keinen Ärger. Oh, bevor ich es vergesse, das ist für dich, Eduard. Die anderen haben ihren bereits erhalten. Ein Meisterball. Schön, schön. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes Pokémon. Die Ruhmesheilorden, die ich dir neulich überreicht habe, erhalten nur Schüler, die an der Akademie Erfahrungen geleistet haben. Ich erwarte von dir, dass du diese Auszeichnung gerecht wirst und dich entsprechend verhältst. Mach uns also bitte keine Schande und sei bei deinen Mitschülern stets ein gutes Vorbild. Klar. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für dich bereithält. Und Pepper, mein aufrichtiges Beileid wegen des Professors. Ach, danke. Es war ein harter Schlag für mich zu erfahren, dass mein Vater verstorben ist. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie etwas freier. In Schlund habe ich ein bisschen etwas über die Forschung meines Vaters erfahren und darüber, was er erreichen wollte. Wenn man so was Krasses wie eine Zeitmaschine bauen will, hat man natürlich keine Zeit dafür, sich um ein Kind zu kümmern. Ich möchte die Unzufriedenheit, die ich von klein auf mit mir rumgeschleppt habe, endlich hinter mir lassen. Zusammen mit Mastifioso und meinen Freunden werde ich so den Schulalltag bis zu meinem Abschluss voll und ganz genießen. Schön. Etwas anderes hätte ich von Professor Futurus Sohn auch nicht erwartet. Es hat mich daran, dass dir für einen Abschluss noch jede Menge Leistungsnachweise fehlen. Bitte gib dein Bestes. Wie bitte? Ah, oh, fuck. Abgesehen davon erfreut es mich sehr, dass es nun einen weiteren Champ an unserer Akademie gibt. Eure Leistungen in den Schlund von Paldea können wir zwar nicht öffentlich würdigen, aber deinen neuen Champ-Rang möchte ich dafür umso mehr mit allen hier an der Akademie feiern. Oh ja, und ich weiß auch schon, wie wir das am besten machen mit einem Pokémon-Kampfturnier. Jetzt geht das schon wieder los. Nemila, wie sie lebt und lebt. Pokémon-Kampfturnier. Ein mehr oder minder eigennütziger Vorschlag, wie mir scheint, aber warum nicht? Allerdings sind auch Vorbereitungen für andere Veranstaltungen im Gange, daher können wir nichts Großes organisieren. Entschuldigt, dass ich mich so einfach einmische, aber ich habe eure Unterhaltung mitbekommen. Wer ist das? Ach, Hallöchen. Zagaria, meine ich an der Stelle. Ha! Ich weiß es sogar noch. Wahnsinn. Pokémon Liga wird diesen Wettkampf gerne unterstützen. Im Ernst? Na sowas, Zagaria. Welch ein erfreuliches Angebot. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um junge, aufstrebende Talente zu fördern. Damit möchte ich jedoch nicht sagen, dass wir Nachwuchstalente im Umgang mit Pokémon Potenzial besitzen. Es gibt auch einige Angestellte an der Akademie, die im Training von Pokémon sehr bewandert sind. Beispielsweise die ehemalige Arena-Leiterin oder den Entwickler der Pokédex-App. Darum möchte ich folgenden Vorschlag machen. Sowohl Lehrkräfte als auch Schüler sollten teilnehmen dürfen, um herauszufinden, wer der oder die allerstärkste an der Akademie ist. Wir können auch gegen die Lehrer antreten, das wäre der Wahnsinn. Sie als Top-Schirm würden natürlich auch mitmachen, oder? Als Außenstehende darf sie das nicht, oder? Naja, als Vorstandsvorsitzende der Akademie ist sie nicht gerade jemand Außenstehendes. Echt jetzt? Gibt's auch irgendwas, was sie nicht macht? True. Champ Nemila, ich danke dir für deine Einladung. Ich würde auch liebend gerne teilnehmen, aber ich habe sehr viel zu tun. Es wird schwierig sein, Zeit dafür zu finden. Was? Und dann kann man nichts dran ändern? Nun ja, bitte könnte ich teilnehmen, wenn mir Champ Eduard etwas Arbeit abnimmt. Was soll ich denn tun? Ich helfe gerne. Vielen Dank, Champ Eduard. Dann würde ich dich bitten, an meiner Stadt alle Arenen Paldeas zu inspizieren. Wird jenen, die den Champ-Rang anstreben, doch dort freundlich der Weg gewiesen? Oh, geht doch immer alles mit rechten Dingen zu? Um das herauszufinden, musst du als Champ gegen die Arenaleiter rennen und Arenaleiter antreten und ihr Können prüfen.
Ich habe diese außerordentliche Talente selbst ausgewählt und weiß daher, dass keiner von ihnen verantwortungslos ist. Es handelt sich also eher um eine Formalität. Außerdem ist das eine ideale Gelegenheit für ein Debüt als neuer Champ. Da sie denken, ich als Top-Champ würde die Inspektion durchführen, werden sie entsprechend gut vorbereitet sein. Stelle ich also darauf ein, wesentlich stärker sein werden als bei eurem letzten Kampf. Darf es gegen die Arena-Leiter kämpfen, wenn sie wirklich alles geben? Ich platze gleich von Hand. Wow. Ich werde mich jetzt verabschieden, denn es wartet noch ein anderer Arbeit auf mich. Cosima und ich müssen noch einen Weg finden, wie wir die Sicherheitslücken im LP-System ausbügeln können. Arbeit. Ich wollte eigentlich die Animes schauen, die sich bei mir angestaut haben. Oh, she just like me for real. Vielen Dank, dass du so bereitwillig deine Hilfe anbietest. Okay, ich helfe ja schon. Also dann, ich verlasse mich auf dich. Gehen wir, Cosima. Aber meine Animes. Das ist der Hammer, Eduard. Jetzt liegt es an dir, ob Top-Champ Zakaria bei unserem Turnier mitmachen kann. Viel Spaß beim erneuten Abklappern der Arenen. So eine Gelegenheit hat man nicht alle Tage. Ich werde derweil bei der Verwaltung und Erlaubnis für den Wettkampf bitten und mit dem Vorbereiten beginnen. Ach, die Eigenständigkeit meiner Schüler rührt mich zutiefst. Bitte gebt euch alle eure Bestes. Und was ist mit mir? Ja, Pepper hat keine Aufgabe. Pepper weiß gar nicht, was er machen soll. Ach, schön. So, jetzt bin ich übrigens mal am Überlegen. Gab es nicht, weil ich habe mal einen Screenshot gesehen von Cosimas Zimmer. Ich wünschte mir, ich hätte es jetzt noch an der Stelle, könnte es an der Stelle noch zeigen. Nee, anscheinend nicht. Oh, da liegt übrigens mein Pokéball. Gar nicht bewusst wahrgenommen, dass da das Pokéball von der Pokéball von Sunot liegt. Warum? Okay. Ja, also es gibt ein bisschen Inhalte nach dem Durchzocken. Von dem her, das ist schon mal sehr nice. Ich hoffe, die Kamera, also die Minikarte unten rechts, die tut sich wieder einfügen an der Stelle, weil. Also die tut sich jetzt gleich wieder bewegen. Es ist gruselig, dass da sich nichts tut. Okay, gut, alles klar, gut. Sehr gut. Ja, das wäre es jetzt prinzipiell von meiner Seite zu Pokémon Purpur in meinem Falle. Es gibt ein bisschen was für mich zu tun. Ich werde mich mal offscreen ein bisschen beschäftigen, ob die Szenen etwas sind, die ich dann in einer Aufnahme machen werde oder nicht. Wir werden definitiv ein Projekt aufnehmen für Pokémon Purpur an der Stelle im Team. Sprich, die ganzen Jedi Idiots werden dann involviert sein auf dem einen oder anderen Weg. Und wünsche euch dazu bezogen an der Stelle viel Spaß. Und ja, werde mal mir an der Stelle anschauen, was jetzt so mittlerweile alles verfügbar ist, jetzt da ich jetzt der Champ bin und die Story abgeschlossen habe. Wünsche euch auch, wenn ihr selber spielt an der Stelle und wenn ihr auch selber jetzt gerade dabei seid, Pokémon hochzuziehen, an der Stelle die Raids zu machen und sowas, wünsche euch viel Spaß dabei. Bei uns im Discord findet sich bestimmt der eine oder andere auch, der Lust hat, mit euch dann Raids zusammen zu machen oder Koop zu spielen, auf Shiny-Jagd zu gehen oder sowas an der Stelle. Also, ne, lasst die Gelegenheit nicht aus. Unser Discord gibt es an der Stelle in der Beschreibung, wie immer an der Stelle. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß und ja, wartet, bleibt gespannt auf zukünftiges Projekt von den Gentle Idiots, wenn wir noch was mit Pokémon Popo machen an der Stelle. Ich will nicht zu viel verraten, ich will an der Stelle vorsichtig sein, was ich sage. Deshalb, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.